So, liebe Leute, ja, Topic of the Day. Ich bin gerade von der Schule heimgekommen. Lief sehr gut diese Woche. Nächste Woche noch Dienstag eine Arbeit und dann bin ich fertig. Und heute geht es Topic of the Day. Ich gehe mal in die Sonne. Wir haben hier 31 Grad, zumindest gefühlt. Ich glaube 25, 26. Und das Topic of the Day ist heute ganz einfach: Was fahrt ihr für ein Auto? Ja, ihr habt ja alle mitbekommen, mein Auto wurde ja unten repariert und ich würde euch jetzt heute das Resultat mal zeigen. Es ist nicht geputzt, nicht aufgeräumt, aber spielt auch gar keine Rolle. Was fahrt ihr für ein Auto? Beziehungsweise, wenn ihr noch keinen Führerschein habt, seid ihr gerade am Führerschein machen? Was kauft ihr euch für ein Auto? Habt ihr schon eventuell ein Auto in Aussicht? Ja? Das ist jetzt mein zweites Auto, ein VW Polo 6N. Ich zeige euch das gute Stück mal. Tada! Da ist er, ja. Also ich fahre jetzt schon ungefähr ein Jahr. Vorher habe ich einen ganz, ganz alten Seat Ibiza gefahren. Also im Gegensatz zu dem alten Seat ist das hier schon ein krasses Teil. Ja, natürlich fette Werbung. Deutschlandflagge und da seht ihr mein neues, ich weiß nicht, wie man das nennt. Heckspoiler? Nee, ich weiß nicht, wie man das nennt. Auf jeden Fall ein Ferrari Rot. Ja, habe ich mir quasi ein bisschen aus dem Ferrari abgeguckt. Ja, ist hier Selfmade Construction. Wurde mir jetzt eingebaut. Ist sehr, sehr cool. Ne? Also es sieht doch echt gut aus, ganz im Ernst. Jetzt hier. Die Leute, die jetzt lachen, ja, die haben keine Ahnung. Ja. Also es ist super, es harmoniert super mit der Deutschlandflagge, die ich hier als Magnet befestigt habe. Ich habe mir so überlegt, oh, das ist abgefallen. Ich habe mir so überlegt, komm, holst du dir eine Fahne? Nee, ist voll schwul. Diese neuen komischen Überzüge für die Fenster, ja, für die Seitenspiegel, taugt alles nichts. Ja. Nochmal von vorne. Ja, natürlich unvergleichlich mein Nummernschild, da bin ich auch sehr, sehr stolz drauf. Weil ich einfach auch diese Idee hatte, das zu machen und das war einfach genial. Wir haben hier diverse Tauben draufgeschissen, die Drecksviecher, ey. Ich muss immer wieder in die Werkstatt gehen, beziehungsweise in die Waschstraße. Werkstatt war, wobei ich in die Werkstatt bald auch wahrscheinlich muss. Ansonsten ist das hier mein Auto, ja, von Aldi Sport-Dings hier, Sportbezug, ne, ganz klar, 25,99 für die komplette Rückbank, die habe ich keinen Bock mehr gehabt, die habe ich rausgeschmissen und die Sitze sind beide abgegangen, weil es Schrott ist, egal, raus damit. Ja, cooles Radio, USB-Radio, muss sein, ne. Und der mir sagen kann, was da für ein Lied läuft, der kriegt einen feuchten Handschlag. Ja, Anlage natürlich, ganz klar. Ja, hier ist auch sehr wichtig, Bluetooth-Kopfhörer, ja, für den Zug. Ja. Und dann natürlich die Sonnenbrille von Pearl.de für 1 Euro. Natürlich, wenn der Boss am Steuer sitzt, muss natürlich auch die Sonnenbrille her, ist ganz klar. Maskottchen von der Freundin, ja, ist natürlich auch ganz logisch, dass das dabei sein muss. Und überall natürlich schön Werbung. Ja, das ist mein schönes Auto. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung von Autos. Ich weiß nicht, wie viel PS meine hat, irgendwie 55 oder so. Ich fahre nicht schneller als 120 und ich bin super glücklich. Ich saß schon in vielen neuen Autos drin, okay, keine schnellen, aber ich saß in vielen neuen Neuwagen drin und muss ganz ehrlich sagen, ich fahre meinen Polo bisher am liebsten, bin super zufrieden. Ich brauche nicht mehr als 120, ich brauche nicht mehr als 50 innerorts. Ja. Und ich fahre einfach sehr vorsichtig. Seit meinem Unfall, den ich damals hatte, ist auch nochmal eine andere Geschichte, mache ich das einfach nicht mehr. So, das ist dann nochmal mein VW Polo 6N. Was fahrt ihr für Autos? Topic of the Day. Habt ihr schon Autos? Habt ihr keine Autos? Macht ihr Führerschein gerade? Ja? Was wünscht ihr euch für ein Auto? Was würdet ihr gerne fahren? Ich habe keine Ahnung. Erzählt es mir. Sagt noch dazu eventuell ein bisschen genauer, von welcher Marke. Ich kenne mich nicht so aus. Bin aber trotzdem gespannt auf eure Meinungen. Und ja, das war's von meinem VW Polo und mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Freitag. Ich mache viele Videos, eventuell heute sogar noch eins und morgen auch noch eins, weil ich habe ein bisschen zu feiern, Schule ist rum, alles eins und läuft. Ja. Ich bin gespannt auf mein Zeugnis, nächste Woche gibt es Zeugnisse, werde ich auf jeden Fall euch präsentieren. Da werden manche ja, vor Neid erblassen, ja, aber das werden wir sehen. Alles klar, macht's gut, wir sehen uns, ciao.